Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce! Bruce! Hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn es so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken.
Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger?
Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das, das ist dein letztes Wort? Thank you.
Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Unsere Zahl ist Legion. Du hättest dich uns anschließen sollen. Sieh die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Du kannst uns nicht besiegen. Es gibt so viele von uns. Es gibt so viele von uns. Du kannst uns nicht schlagen! Du hättest dich uns anschließen sollen! Uns nicht besiegen. Du hättest dich uns anschließen sollen. Beuge dich, deinem Schicksal. Anscheinend war meine Wahl. Dafür wirst du büßen.
Es gibt so viele von uns. Unsere Zahl ist Legion. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Tu es. Du hättest mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du? Du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht! Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ra's. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ra's. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Bruce, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, du wärst tot. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ra's gefunden? Sekunde, dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ra's befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ra's war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ra's wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ra's gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ra's ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es.
Hat Robin dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hi, Bob. Freue mich, von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ra's genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gotham. Es gibt einen besseren Weg hinter der Mauer. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft.
du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Kabelpott ist erledigt. Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Ich freue mich. Das wird die reinste Trotan-Jagd. Oh ja. Flieg, kleines Vögelchen. Bang. Und dann wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, wir gehen weiter durch die Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Pinguin wird sterben. Und wenn Batman ihn schnappt? Dann wird's für uns noch einfacher. Hey, so unter uns. Ich habe gehört, dass Cobblepot in seinem Museum jede Menge Krempel hortet. Wenn wir da sind, gehört alles uns. Braucht der Boss nicht zu wissen. Meinst du? Wieso sollte er? Ja, hast recht. Er ist ja ohnehin bald. Was zum... Aufwachen! Hörst du mich? Wach auf! Der verarscht uns nur. Wie macht er das? Ach, halt's Maul! Wir müssen weitersuchen, sonst sind wir alle tot! Zeig dich, Feigling! Findet ihn! Mein Leben hängt davon ab und damit auf eure! Zu mir! Ich hab ihn! Oh, ich glaube, ich hab gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat. Pfütze, was? Na, mach's los, da her! Oder sind sie doch zu heiß? Hier drüben ist jemand. Mann ausgefallen! Beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug? Vorsicht! Batman ist hier! Du stirbst jetzt, Fledermaus! Du wirst hier sterben, Batman! Thank you.
Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Glaubt ihr, Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon... Vorsicht! Ledermaus! Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Glaubt ihr, den Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil der... Batman, er ist hier! Das wird wehtun, du Missgeburt. Ich werde dir sowas von wehtun. Dich wird man in Arkham City beerdigen. Hier schlage ich auf. Wird das Letzte sein, was du siehst. Ah! Ah! Das wird wehtun, Batman! Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist!
Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Glaubt ihr, der Joker überbleibt ihr am Leben? Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Das ist die blöde Fledermaus. Bin ich mit dir fertig, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Das wird wehtun, Batman. Du wirst hier sterben. Kinderleicht, du Missgeburt! Ich werde dir alle Knochen brechen! Ich töte dich, Flattermann! Dichter von den Arkham City beerdigt! Bewohner von Arkham, während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Er ist es! Tötet ihn! Tun, Fledermaus! Zeit für die Rente! Heute Nacht wirst du sterben, Batman. So sollten Batman und Freeze zusammenarbeiten. Thank you.
gesagt, dass du uns in die Eisberg-Lounge reinbringen könntest? Du meintest, das sei alles nur vom Feinsten. Ist auch so. Keine Ahnung, was gerade läuft. Die Kerle da drin waren mal in Pinguins Gang. Er hat rausgefunden, dass sie Bullenspitze sind. Angeblich arbeiten sie für Gordon. Was machen sie dann da drin? Ich weiß nicht. Vielleicht hat Batman sie gerettet. Als ich sie das letzte Mal sah... Vielleicht hat er ja was mit diesen seltsamen Kisten zu tun. Was war das? Ich kenne dich noch aus der Anstalt. Du hast angeordnet, dass ich eine 6-wöchige Elektroschocktherapie bekomme, damit ich... Oh Mann, er ist es! Ich darf den Bürgermeister nicht sterben lassen. Ich muss zurück. Hey, was machst du? Batman ist hier! Wäre all das nie geschehen. Nein, bitte nicht! Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Bruce, die Biometriesensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich.
du, was ich hasse? Miese kleine Dreckstücke wie dich.